Und die Aussage, was du gesagt hast, ja, in der E-Mail, wenn du dich noch erinnern kannst, im November, in der E-Mail, ja, ich bin ja kein Verkäufer für Sammler, sondern für Spieler. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich spare mir jetzt 30.000 Euro auf die Seiten, kaufen, will mir ein geiles neues Auto kaufen und huck dann nach einem Jahr, weil ich kein gescheites Auto gefunden habe, in einen Skoda drinnen. Nichts gegen Skoda, aber er hat in dem Punkt recht. Ich war im November ziemlich überfordert mit vielen Sachen und ich weiß auch nicht, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Warum ich das gesagt habe, weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich so im Stress ihm einfach eine Antwort präsentieren, mit der er hoffentlich zufrieden ist. Und es ist halt wirklich so, ich bin eher für die Spieler da. Denen ist das manchmal egal, ob die Karte nun Near Mint oder Exzellent ist. Aber natürlich gibt es auch Sammler, die gerne solche Sachen kaufen wollen, wenn ich sie mal auf Lager habe. Und dann muss ich eigentlich das anders bewerten, beziehungsweise anders kommunizieren mit euch. Das ist so ein Fehler, an dem werde ich arbeiten. Das wird in Zukunft hoffentlich nicht nochmal so vorkommen. Ja, tut mir echt leid, dass ich dir damals so eine Farce an den Kopf geworfen habe. Das war nicht notwendig und war auch total dumm. Ich habe mir halt nie eine Platte darüber gemacht, weil ich halt den besten Ruf habe in Form von Abstinenz Mint, was viele verbreitet haben. Und jeder, der bei mir kauft, weiß, dass er nie Near Mint wirklich bekommen kann, außer bei einer neuen Edition. Und das rettet mich halt total, weil die kaufen ja mit Absicht bei mir ein, weil sie wissen, ich kann nie damit rechnen, dass das wirklich Near Mint ist. Und dadurch bewerten sie mich halt auch milder, sage ich mal, weißt du, weil ich habe keine Sammler, die bei mir einkaufen, weil sie halt wissen, das wäre sinnlos, bei mir einzukaufen. Da durch die gute Propaganda, die mir so viele Leute hinterhergeworfen haben, wo ich mich am Anfang drüber aufgeregt habe, wo aber mittlerweile es einen positiven Effekt für mich hat, weil ich halt kaum Leute habe, die meckern, wenn die bei mir kaufen, weil sie halt wissen, das werden sie auf jeden Fall nicht bekommen, so wie sie es bestellt haben. Und das ist super, weil so hat man weniger Aufwand damit. Mach dich doch nicht so verrückt deswegen. Ich dachte halt, du weißt, was ich erwarten kann, weil du hast ja die Pokémon-Sache schon von mir gekauft.